Markenanmeldung. In diesem Video erkläre ich genau, wie man eine Marke anmeldet und was man dabei beachten muss. Ich bin Rolf Klesen, Partner der Kanzlei Freischem & Partner und in diesem Video erkläre ich genau, wie man eine Marke anmeldet und was man dabei beachten muss. Wir betreuen etwas über 4500 Marken für verschiedene Mandanten und in diesem Video gebe ich einfach da meine Erfahrung etwas weiter. In diesem Video erläutere ich die wichtigsten Punkte, die Markenrecherche und warum die so wahnsinnig wichtig ist. Dann wie und wo kann ich die Marken genau anmelden, dann über die Anmeldeangaben, dann erzähle ich etwas über die Zeichenangaben, dann über die Angabe der Waren und Dienstleistungen und zu guter Letzt über die Kosten. Zunächst zur Markenrecherche. Warum ist eine Markenrecherche so wichtig? Die Ämter recherchieren in der Regel nicht, ob es ähnliche ältere Marken gibt, wenn man also PMW für Autos anmeldet. Und die auch eingetragen bekommt, die Marke, dann wird man halt im Worst Case nach 7 Jahren, wenn man schon lange den Break-Even hinter sich hat und fett Gewinn macht, von BMW abgemahnt und muss dann unterlassen und den Gewinn herausgeben und natürlich die gegnerischen Anwaltskosten tragen und so weiter. Also die absolute Katastrophe. Und um diese Katastrophe zu vermeiden, sollte man eben vor der Markenanmeldung, überhaupt bevor man mit einem Namen in den Markt geht, recherchieren, ob es ähnliche ältere Marken gibt, die einen Konflikt bedeuten könnten. Eine genaue Anleitung zu so einer Markenrecherche habe ich als Video gemacht und unter diesem Video verlinkt. Der Vorteil, wenn man einen Patentanwalt beauftragt, ist natürlich zum einen, dass er die ganze Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr mit älteren Marken kennt und weiß, wie man die Waren und Dienstleistungen formuliert, damit man eben nicht mit den früheren Marken kollidiert oder möglichst nicht kollidiert. Außerdem hat eben der Patentanwalt natürlich viel länger Erfahrung, wie man eben so eine Marke anmeldet und typische Fehler vermeidet. Also ein typischer Fehler ist, dass eben die Anmelder vielleicht eine Wortbildmarke, ihr grafisch gestaltetes Logo anmelden, obwohl vielleicht eine Wortmarke viel geschickter wäre. Diese ganzen Fehler kann man leicht vermeiden, wenn man einfach einen Profi beauftragt. Ein weiterer Vorteil des Profis ist natürlich, dass man Zeit spart. Man muss sich nicht da reinlesen und hat die Markenanmeldung in der Regel innerhalb von einem Tag dann erledigt. Zu den Anmeldeangaben. Bei einer Marke muss man genau angeben, wer nachher Inhaber der Marke ist. Das hört sich trivial an, ist es in der Regel auch. Also zum Beispiel ist es die GmbH mit der genauen Geschäftsanschrift oder OG. Viele GmbHs oder OGs aus irgendwelchem Grund geben allerdings nicht die korrekte Firmenbezeichnung oder die korrekte Anschrift an, jedenfalls nicht die, die im Handelsregister hinterlegt ist. Also erstmal im Handelsregister sehen, wie jetzt genau die Firma registriert ist, mit welchem exakten Namen und welcher exakten Adresse die dann verwenden für die Markenanmeldung. Eine wichtige Ausnahme zur Trivialität gibt es bei den GbRs. Bei GbRs muss immer wenigstens ein Gesellschafter mit seiner Privatadresse angegeben werden. Das ist wichtig, weil eben das eine Personengesellschaft ist, die eben aus natürlichen Personen besteht. Und der Inhaber wird eben an seiner Wohnadresse identifiziert und nicht an der geschäftlichen Büroadresse bei der GbR. Kommen wir zum Zeichen. Man muss bei der Markenanmeldung auch genau angeben, welches Zeichen geschützt sein soll. Also zum Beispiel ein bestimmtes Wort oder ein grafisch gestaltetes Wort, eine sogenannte Wortbildmarke oder ein Bild oder ein Klang oder eine Farbe. Alles Mögliche. Hier vielleicht 3 wichtige Hinweise, die man schon mal mitnehmen kann. Wenn im Logo ein Wort vorkommt, dann hat man in der Regel mit der Wortmarke den breitesten Schutz. Wenn man nämlich eine Wortmarke geschützt hat, kann man gegen alle Wettbewerber vorgehen, die dieses Wort, egal in welcher grafischen Ausgestaltung, benutzen. Wenn man die Wortbildmarke anmeldet, also das grafisch gestaltete Wort, dann fallen Wettbewerber möglicherweise nur noch identisch unter die Marke, die das genauso gestalten. Also, wichtige Hilfe, wenn man entscheiden muss, melde ich eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke an. Die Wortmarke hat in der Regel den breiteren Schutzbereich. Worte, die genau das beschreiben, was man anbieten möchte, kriegt man nicht eingetragen als Marke. Die kriegt man dann eben nur als Wortbildmarke eingetragen. Also nehmen wir an, Websites günstiger für eine Firma, die günstige Websites anbieten will, bekommt man als Wortmarke höchstwahrscheinlich nicht eingetragen. Wenn man die grafisch ausgestaltet, kriegt man sie aber wahrscheinlich eingetragen. Dann hat man allerdings auch nur Schutz genau für diese grafische Ausgestaltung
und kann auch dann in der Regel nur gegen solche Wettbewerber vorgehen, die diese grafische Ausgestaltung wählen. Also hier auch ein Tipp, möglichst fantasievolle Namen wählen. Der dritte Tipp, ich melde Wortmarken in Großbuchstaben an. Warum mache ich das? Weil dann nach der Rechtsprechung sämtliche übliche Schreibweisen mit umfasst sind, also auch kleingeschriebene Worte oder am Anfang groß, Rest klein, also die Normalschreibweisen. Die deutsche Rechtsprechung sagt zwar, dass die anderen Normalschreibweisen jeweils auch die anderen Normalschreibweisen mit umfassen. Also wenn ich die Wortmarke in Kleinbuchstaben anmelde, umfasst sie auch die Benutzung in Großbuchstaben. Das ist allerdings nicht in allen Ländern so. In den USA ist es nämlich so, dass dort tatsächlich nur Kleinbuchstaben geschriebene Zeichen von der Marke identisch erfasst werden, wenn die Wortmarke in Großbuchstaben angemeldet wurde. Deswegen melde ich einfach reflexartig Wortmarken in der Regel in Großbuchstaben an. Dann muss man bei den Marken auch die Waren und Dienstleistungen angeben. Ich muss also genau definieren, für was ich zum Beispiel Marimba als Zeichen schützen will. Also zum Beispiel Dienstleistungen eines Tanzstudios oder Computer oder Kraftfahrzeuge. Oder eben, ich muss genau angeben, für was die Marke Marimba geschützt sein soll. Die Waren und Dienstleistungen sind in 45 Klassen eingeteilt. Ich habe dazu auch ein anderes Video eben zu Waren und Dienstleistungen gemacht. Das verlinke ich auch hier in den Shownotes. Und da in diesem Video gibt es eben Tipps, was man da beachten muss bei den Waren und Dienstleistungen. Es gibt insgesamt 45 Klassen, also alle Waren und Dienstleistungen sind in 45 Klassen eingeteilt. Da gibt es eine Klasse für Restaurants, das ist die 43. Oder eine Klasse für Programmierdienstleistung 42 oder eine Klasse für Software, das ist 9. In der Klasse 9 sind aber komischerweise auch Feuerlöscher und Sonnenbrillen und Mikroskope drin. Ganz merkwürdige Klasse. Dann gibt es eine Klasse für Musikinstrumente und so weiter und so weiter. Was sind nun die Kosten einer Marke? In Deutschland kostet die Anmeldung einer Marke in bis zu 3 Klassen 290 Euro Amtsgebühr und jede weitere Klasse kostet 100 Euro mehr. Wenn Sie einen Profi beauftragen, kostet die Anmeldung der Marke in der Regel immer noch deutlich unter 1.000 Euro. Überlegen Sie sich also gut, ob Sie vielleicht einen Profi beauftragen oder ob Sie es lieber selbst machen wollen. Bei der Unionsmarke, also der EU-weiten Marke, liegen die Kosten für eine Klasse bei 850 Euro. Die zweite Klasse kostet 50 Euro Amtsgebühren mehr und jede weitere Klasse 150 Euro mehr. Auch hier kostet die Anmeldung über einen Profi in der Regel weniger als 2.000 Euro und wieder müssen Sie sich überlegen, ob Sie das lieber in die Hände eines Profis geben oder ob Sie die Marke selbst anmelden. Ich hoffe, ich konnte gut erklären, wie man eine Marke anmeldet und was eine Markenanmeldung ist. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Sie mein Video gut gefunden haben, drücken Sie auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.